also 100 Tage auf Minuten genau her, dass die Flutwelle über das AKW reingefegt ist und wir seither wieder Stillschweigen haben, aber relativ massive Probleme. Und es ist ja so, die Schweizer Armee hat eine gute Taktik, um gegen Atombombenangriff gewappnet zu sein. Mhm. Ihr kennt die wahrscheinlich, die einen oder anderen. Also wenn eine Atombombe kommt, dann machen wir so und gehen unter den Tisch. Unter, oder? Und jetzt haben wir uns inspirieren, weil das ist, wirklich, das ist einfach sicher, oder? Und wir haben Taktik entwickelt, dass wir Nasigamis entfalten. Ich darf euch bitten, so eine Zeitung zu nehmen. Ihr müsst vielleicht beide Hände frei haben, das ist noch wichtig für die Falttechnik. Sind alle bewaffnet? Gut. Also, in Ausland ist es so, wenn ein Super-GAU kommt, nehmen wir die Zeitung, heben sie von der Nase, tun uns konzentrieren und dann machen wir es. Das, was passiert. Das GAU. Ja, wir müssen uns besser konzentrieren. Es ist konzentrieren. Ich habe so eine riesen Nase. Wir haben jetzt ein fertiges, einzelnes Nasigami, das wir verschenken den Leuten als Erinnerung. Man kann alles gefaltet. Also das ist ein sehr schönes Nasigami natürlich. Das ist fast fest. Wenn jetzt vor denen wäre es gut gewesen. Feuer! Das ist eine Falttechnik, die wir speziell entwickelt haben von den Origamis abgefaltet. Das sind die sogenannten Nasigamis, das sind alles Einzelwerke, die entstehen. Und wir würden jetzt gerne überreichen als Erinnerung an den Tag, 100 Tage. Nasigami. So, die können das sagen. So, die können das sagen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.